Ja, herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich erklären, was eigentlich der Generalbass ist, zu welchem Zweck er erfunden wurde und wer ihn bestellt hat. Naja, bestellt haben ihn die Komponisten um 1600 herum, die Jahrhundertwende 1600, zu dem hin, was man später gemeinhin die Barockzeit nennt oder auch das Zeitalter des konzertierenden Stils oder eben auch das Generalbasszeitalter. Die Idee des Generalbasses prägt eigentlich diese Zeit zwischen 1600 und, sagen wir mal, 1750, um jetzt mal Bachs Todesjahr als willkürlich gewählte Epochengrenze zu setzen. Was ist dieses, der Generalbass? Wozu hat man ihn gebraucht? Ja, in der alten Vokalpolyphonie haben wir den Intervallsatz. Allmählich bildete sich allerdings die Idee heraus, dass die Triasharmonika, der Dreiklang, so etwas wie eine Grundgestalt bildet, die man doch immer wieder antrifft. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass zu einer gegebenen Basslinie im Schnitt, im Durchschnitt sozusagen, Dreiklänge erklingen werden. Ja? Und wenn wir mal hier so auf dieses Beispiel schauen, da kann man ja wirklich auf die Idee kommen, dass der erste Klang über dem G ein schöner G-Dur-Akkord sein könnte. Oder der Schlussklang zu dem C passt doch wahrscheinlich das. Zu dem D ganz kurz vor Schluss passt dann doch dieses. Und genauso an anderen Stellen eben auch. Oft verrät uns der Bass automatisch, welche Dreiklänge sich auf ihm als Fundament errichten. Der Bass ist das Fundament und er pausiert eigentlich auch selten. Er ist durchgehend, sagte der Komponist Ludovico Viadana, wir nennen ihn den durchgehenden Bass, den Basso Continuo, den kontinuierlich fortschreitenden Bass. Dieser kontinuierlich fortschreitende Bass ist jetzt eine spezielle Stimme. In der Vokalpolyphonie wussten sie nicht unbedingt, bin ich jetzt gerade ein Bass, bin ich ein Alt, was bin ich eigentlich? Die Melodien hatten alle ein ähnliches Gepräge. Eine Bassstimme war funktional, dem Aussehen nach nur wenig differenziert gegenüber einer Oberstimme. Das ändert sich jetzt. Was macht denn hier die Oberstimme? Wir haben hier überhaupt nur zwei Stimmen. Ja, das ist eigentlich der Grund, warum wir den Generalbass brauchen. Wir haben die Monodie, die Idee der Monodie. Sie kam um 1600 auf und besteht einfach darin, dass man dachte, die alten Griechen hätten ihre musikalischen Kunstwerke vorgetragen durch eine ausdrucksvolle Oberstimme, die den Text interpretiert und natürlich auch vorträgt, und dazu eine zweite Stimme, die so eine Art Begleitung bildet, kann man tatsächlich sagen. Ja, die Begleitung ist die Bassstimme. Und so ist es hier tatsächlich. Diese Oberstimme verstößt in vielerlei Hinsicht gegen die Regeln der Vokalpolyphonie. Allein schon dieses Intervall der großen Sechste fallend oder das Hineinspringen in die Septime hier oder die übermäßige Quinte hier anfangs auch oder diese erregte Rhythmik, Ecce volete voi. Ja, das alles würde der Idee der Ausgewogenheit in der Renaissance Polyphonie widersprechen. Das ist die Stilwende. Monteverdi hat sogar gesagt, das ist eine zweite, eine neue Praxis, eine Seconda Pratica gegenüber der alten Praxis der Vokalpolyphonie, der Prima Pratica. So, und diese Seconda Pratica besteht also einfach gesagt aus einer Basslinie und einer Oberstimme. Naja, das muss nicht jetzt immer auf die Monodie, auf die Zweistimmigkeit beschränkt bleiben, aber das ist so das deutlichste Beispiel, an dem man das erkennen kann. Ja, und jetzt ist es eben so, dass der Bass durchgeht, ein kontinuierlicher Bass, so nannte das Ludovico Viadana. Auch von ihm können wir uns ein Stückchen Musik mal anschauen. Das hier ist ein geistliches Konzert Viadanas. So, ein bisschen dünne werden Sie sagen. Ja, aber Sie können nun durch die Kenntnis der Basslinie allein schon vermuten, welche Klänge gemeint sind. Nehmen wir mal so ab Mensur 3. Alleluja. Zu dem G wird sicher ein G-Dur passen. Zu dem A wird ein A-Moll-Dreiklang passen. Na, ich bin mir nicht so sicher.
Zu dem G wird wieder ein G-Dur-Akkord passen und zu dem C, das ist alles mehr oder weniger selbsterklärend. Die nicht selbsterklärenden Stellen habe ich vorhin mal einfach ausgespart. Das ist fast schon wieder die alte Praxis, das wirkt ein bisschen vokalpolyphon, aber auch hier ist es ziemlich klar, welche Klänge man spielen kann. Das heißt, aus dem Bass heraus, was soll denn hier gespielt werden? Ein Kreuz steht da, dann muss ich ja irgendeinen Ton mit einem Kreuz versehen. Wahrscheinlich das E-Moll zum E-Dur machen, ja. So ist es gemeint. Allein aus der Kenntnis der Basslinie können Sie an vielen Stellen, nicht an allen hier, aber wenn man den entsprechenden Instinkt hat und die entsprechende Stilkenntnis, kann man eigentlich überall raten, welche Akkorde gemeint sind. Der durchgehende Bass, er hat ja nicht mal eine einzige Pause oben, diese Sopranstimme darf man zwischendurch ein bisschen Luft schnappen. Der durchgehende Bass verrät uns auch, wie die klangliche Ausgestaltung durch Akkorde gemeint ist. So, und wenn ich das nicht weiß, Monteverdi hatte die Vermutung, dass an manchen Stellen man es nicht weiß. Schauen wir wieder in das Monteverdi-Beispiel hinein. Dann schreibe ich so kleine Zeichen, etwa hier so ein B hat Monteverdi einfach so daneben gesetzt. Dann heißt es ja, spiel doch den Dreiklang zum Basston und G, also G-Dur. Aber spiele B statt H, also G-Moll. Das G war anfangs ein G-Dur. Hier soll wohl G-Moll gemeint sein. Also schreibe ich das B hin und mache dann das G-Moll daraus. Hier ahnen wir an der Klausel, dass sowieso die Musica Ficta Cis gemeint ist. Das hat Monteverdi gar nicht hingeschrieben. Hier hat er es komischerweise hingeschrieben. So, und hier ist nicht so ganz klar, was ist hier gemeint. B-Dur oder, wie ich vermute, B-Dur mit Sechste statt Quinte. Also dann ist es eigentlich kein B-Dur mehr, das ist ein G-Moll, würden wir heute sagen. Ja. Die 6 soll die 5 ersetzen, meine Vermutung als Herausgeber, ob das so stimmt. Ich weiß nicht. Dann jedenfalls wird man die 6 vermerken, denn die 6 ersetzt die Dreiklangsquinte. Alle Dinge beziehen sich auf den Bass, alle Intervalle. Ich spiele die Terz und die Quinte, den normalen Dreiklang und gerne auch die Verdopplung des Basstons, die Oktave, immer möglich, wie man hier auch sieht, überall. Und wenn sich etwas abweicht, dann gebe ich die abweichende Ziffer an. Die 6 würde dabei die 5 ersetzen. Das müssen wir uns im Einzelnen noch anschauen, wie das geht im Detail. Heute, da wir uns hauptsächlich mit Dreiklang beschäftigen, ist vor allen Dingen wichtig, dass wir die Terz alterieren können. Hoch oder tief, gegebenenfalls tief durch ein B, hoch hier durch ein Kreuz. Beides könnte auch ein Auflösungszeichen sein. Ein Auflösungszeichen kann ein B erhöhen oder ein Kreuz, ein vorgezeichnetes erniedrigen. Ja, wir haben eine vorgezeichnete Tonart hier mit null Vorzeichen, aber auch das ist eine Art Vorzeichnung. Alles bezieht sich auf die vorgezeichnete Tonart. Abweichungen, wie hier, werden angegeben. Das ist das Prinzip des Generalbasses. Sie brauchen nur die Bassstimme und können dann erahnen, welche Klänge den Satz ergänzen zu einem vollstimmigen, vollgriffigen Satz, die dünne Monodie ergänzen zu einem harmonisch überzeugenden Satz. In dieser Zeit ist es alles sehr einfach. Wenn Bachs komplizierte Harmonien kommen, dann werden die Ziffern oft kompliziert und generell das Spiel wird dann zu einer gefürchteten Kunst, zu einer Art schwarzen Magie. Hier sind die Verhältnisse noch viel, viel, viel einfacher. Wollen wir das Ganze mal aus praktischer Sicht beleuchten? Was bedeutet die Technik des Generalbasses? Nehmen wir mal an, Sie haben so ein paar Basstöne hier und überlegen, welche Klänge sind denn dazu gemeint? Welche Klänge sollen Sie wohl greifen? Zum Bass rechnen wir aus die Terz und die Quinte. Also Fis und A. Und ich verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis. In der Regel wird der Basston verdoppelt. Bei Dur- und Moll-Akkorden ist der Basston zugleich der Fundamentton, auf dem sich die anderen Bestandteile Quinte und Terz schichten. Das sieht man besonders schön bei Dur-Akkorden. Wir haben das an der Partialtonreihe abgeleitet. Diese werden dazu gegriffen und deswegen, weil der Basston in der Regel das Fundament bildet, wird er verdoppelt. So, dann haben wir hier ein E. Was greifen wir darüber? Die Terz und die Quinte. Die Quinte H, die Terz E, G, Entschuldigung, also E-Moll. So, hier haben wir ein Cis im Bass. Was werden wir darüber greifen? Naja, die Terz und die Quinte der Tonart, die vorgezeichnet sind. Der Vorzeichnung entsprechend, also E, G und Cis. Jetzt werden Sie sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ein verminderter Dreiklang. Also ein Dur-Dreiklang ist ja was wirklich Schönes. Hören wir uns den nochmal an.
Ein Moldrak-Lang, nicht weniger, aber das hier, kann es denn wahr sein? Ja, vielleicht doch nicht. Ne? Und dann würden wir vielleicht ahnen, dass hier Gis gemeint sein könnte, obwohl... Eigentlich sollte die Komponistin das angeben. Nehme dir doch mal die Quinte, erhöhe sie und du wirst sehen, das Ganze wird viel überzeugender klingen, nämlich als Cis-Moll-Akkord. Ja, das würde man meistens vermerken. Wenn der Zusammenhang nahelegt, dass hier Gis gemeint sein muss, dann schreibt man es nicht hin. Der Generalbass ist eine Abkürzungsschrift, aber in Zweifelsfällen und allen Fällen, wo man Eindeutigkeit erzeugen möchte, ebenfalls. Jetzt ist aber viel häufiger, dass nicht irgendein Ton, die Quinte, alteriert wird, die Oktave schon mal gar nicht. Der Basston wird oktaviert und zwar natürlich in der Alteration, in der er vorgegeben ist. Die Quinte könnte verändert werden, meistens aber wird was anderes verändert, nämlich die Terz. Das kennen wir aus den alten Musica Ficta. Moll-Akkorde werden gerne mal verdurrt. Wollen wir hier also ein AIS haben, müssten wir ihn schreiben, 3 erhöht oder abgekürzt, einfach nur das einzelne Versetzungszeichen, das bezieht sich auf die Terz. So, was ist hier Sache? Wenn da nichts weiter steht, nehmen wir den Basston C, bauen auf ihm auf die Oktave, die Quinte und die Terz. Wenn das ein Mollakkord werden sollte, kann man ja nicht wissen, dann schreibt die Komponistin garantiert hier ein B. Nee, denn damit hätten wir jetzt nicht gerechnet, dass hier ein C-Moll-Akkord in D-Dur steht. So, und hier haben wir wieder den Fall B, da steht überhaupt nichts, also greifen wir mechanisch in der vorgezeichneten Tonart die Oktave B, die Terz D und die Quinte Fis. Auch wenn Sie jetzt der Meinung sind, das sollte schon B hier enharmonisch heißen, das hat mein Computer nicht geschnallt, auch wenn Sie der Meinung sind, dass das Fis hier den übermäßigen Dreiklang bildet und der kann ja wohl nicht ganz gemeint sein. Doch, vielleicht schon, aber wenn nicht, dann würde man hier wieder die Quinte erniedrigen, zum Beispiel durch B, 5B und dann ist der Fall klar. Das ist das Prinzip des Generalbasses. Intervalle zum Bass, und zwar nur da notiert, wo Zweifelsfälle sind, wo wir nicht sicher sein können, welches Tongeschlecht gemeint ist, ob die Quinte alteriert werden muss. Gerne verdoppelt man den Basston, das können Sie sich schon mal merken. Das gilt fast immer, das klingt ziemlich häufig, gilt das. Und das müssen wir ja natürlich noch berücksichtigen. Und alle Abweichungen werden als Intervalle zum Bass notiert. Ja, das kommt dem Denken des 17. Jahrhunderts entgegen, der Seconda Pratica. Wir haben eine Basslinie, die die Harmonien schon im Prinzip angibt. Dazu vielleicht ausdrucksvolle Oberstimmen, eine oder dann auch gerne mehrere. Und nebenbei gab es aber eben auch noch die alte Prima Pratica, die wir im Kontrapunkt kennengelernt haben. Das war also nicht ganz aus der Mode gekommen und gut, dass wir uns damals... Wie lange ist das wieder her, mit dem Kontrapunkt schon beschäftigt haben? Ja, der Generalbass beantwortet dann auch die Frage, welche Akkorde so über einer Tonleiter im Bass möglich sind, über den einzelnen Basstönen, die zu einer Tonart, sagen wir mal D-Dur oder H-Moll gehören. Damit werden wir uns ein andermal beschäftigen. Für heute war es genug. Wenn Sie Lust haben, schauen Sie dann bei Gelegenheit wieder vorbei.